Die Retro-Hülle des Mini ist bekannt und trotzdem ist das hier ein ganz besonderer kleiner Brite, nämlich einer mit einem elektrischen Innenleben. Sein Name? Mini Cooper SE. Herzlich willkommen in Los Angeles, wo Mini den Mini Cooper SE vorstellt, also die elektrische Variante vom Mini Cooper. Und ich sag mal, hier in Kalifornien, da fahren genug elektrische Autos schon auf den Straßen rum. Und letztendlich haben die aber das gleiche Problem wie auch wir in Deutschland. Das, was wir an Fahrzeugen, an elektrischen Fahrzeugen auf der Straße sehen, das sind sehr teure Fahrzeuge, die meistens über 100.000 Euro kosten. Jetzt kommen langsam die ersten elektrischen Fahrzeuge eben im Kompaktsegment, die auch weniger kosten. Und exakt in diesem Bereich, da kommt dann eben auch der Mini Cooper SE zum Einsatz. Und ich werde ihn euch jetzt einmal vorstellen. Sicherlich fällt als allererstes auf, dass wir hier vorne eine geschlossene Front haben, dann eben auch mit gelb-grünen Akzenten, würde ich mal sagen. Man sagt, es ist ein Gelb, aber so ein bisschen Grün sehe ich da drin auch. Das ist allerdings optional. Wer will, kann das auch in einer Farbe haben. Dann ist das Ganze wirklich geschlossen und man hat da mit der Individualisierung, so wie beim Mini immer, alle Möglichkeiten, da eben auch ein bisschen zu spielen, das Ganze dezenter zu halten oder dann eben auch mehr aufzufallen. Das Badge, das bleibt natürlich dann so bestehen. Irgendwie muss man ja auch darauf hinweisen, dass das ein elektrischer Mini ist. Der Cooper SE basiert auf dem Verbrennermodell, steht also nicht auf einer eigenen E-Plattform. Daher mussten die 33 Kilowattstunden Batterien des i3 ins Chassis des aktuellen Mini integriert werden. Die Stromspeicher sitzen T-förmig im Mitteltunnel und unter der Rücksitzbank des Zweitürers. Dadurch bleibt das Kofferraumvolumen von 211 Litern erhalten. In Kombination mit dem 184 PS und 270 Newtonmeter starken Elektromotor an der Vorderachse ist die Gewichtsverteilung besser als beim Cooper S. Liegt bei knapp 54 zu 46. Nachteil: Durch die Batterien steigt das Gewicht des Cooper S um 75 Kilogramm an. Dafür gibt es noch ein paar Designleckerbissen, zum Beispiel die Felgen. In welcher Größe, Robin? 17 Zoll Felgen mit Elementen, die dann tatsächlich ausgewechselt werden können, die dann nochmal in Alu-Optik sind, steht dem Fahrzeug sehr gut. Insgesamt ist das Fahrzeug jetzt auch 18 mm höher, weil man eben die Batterien, die sind T-förmig hier im Kardantunnel und unter den Rücksitzen angeordnet. Dadurch kam das Fahrzeug jetzt 18 mm höher. Man muss es optisch wieder ein bisschen runterziehen. Deswegen hat man tatsächlich hier an den Seitenschwellern das Ganze ein bisschen verlängert. Dadurch wirkt der Wagen aber auch insgesamt bulliger. Der Außenspiegel hat sich auch geändert. Der ist jetzt schmaler geworden. Man kennt das vorher vom Mini, das war so ein richtiger Knubbel. Jetzt ist er schmaler geworden und das trägt natürlich auch zu einer besseren Aerodynamik bei. Neues gibt es bei dem Elektromini aber nicht nur außen. Auch innen haben sich Kleinigkeiten geändert, die aber sofort auffallen. Ich sitze jetzt in dem Mini Cooper SE und starte ihn mal, gehe mit dem Mikro ein bisschen näher ran, weil dann hört ihr gleich, der hat einen ganz besonderen Startsound. Ich hoffe, dass man das jetzt hören konnte, aber das ist dann natürlich auch schon ein bisschen futuristisch und erinnert auch schon so ein bisschen an dieses Elektromotor-Summen. Was ihr hier vorne seht, ist brandneu, nämlich eine digitale Anzeige, was dann eben die Tachoanzeige, die manuelle, dann eben ersetzt. An der Seite habe ich die Reichweite und auch tatsächlich den Ladezustand. In der Mitte die Geschwindigkeit und wie man das beim Mini kennt, wenn ich jetzt hier einmal den Fahrmodus ändere, ich war jetzt gerade in Sport, gehe jetzt mal auf Green. Dann sieht man, ändert sich da auch die Farbe und natürlich auch die Anzeige ganz leicht. Das sind so die Spielereien, die wir vom Mini kennen und die wir eben auch schätzen. Aus meiner Sicht eines der wichtigsten Elemente hier im Cockpit. Und man kann sich natürlich denken, das ist jetzt nicht nur vielleicht im Elektro-Mini eine Möglichkeit, sondern vielleicht dann später auch in anderen Modellen von Mini. Ansonsten hier drinnen auch alles altbekannt, aber mit entscheidenden Akzenten, eben auch diesen gelb-grünen Akzenten, ob es jetzt hier auf der Armatur ist oder dann tatsächlich hier unten an der Fußmatte, findet man überall wieder. Aber auch hier eben nicht übertrieben, sondern tatsächlich mit verschiedenen Akzenten wird darauf hingewiesen, hey, das ist eine elektrische Variante des Mini Cooper.
In schnellen 7,3 Sekunden geht es auf Tempo 100. Der Akku ist in eher betulichen 3,5 Stunden voll aufgeladen. Bei politisch vertretbaren 150 km/h greift der elektronische Zügel. Kurz, das Sprintkönnen unterstreicht den Fahrspaß, den die Kunden sicherlich auch von einem elektrischen Mini erwarten dürfen. Die Reichweite soll nach Norm 235 bis 270 km betragen. Mini sagt, genug für den typischen Kunden, der das Fahrzeug überwiegend in der Stadt und oft nur als Zweit- oder Drittwagen nutzt. Die Technik ist durch den i3 auch schon ausgereift und erprobt. Um die Details geht es auch hier am Heck. Wenn man genau hinschaut, sieht man sofort Cooper S und da vorne dann eben auch nochmal das E für Electric. Auch das Heck wurde so vom Mini Cooper übernommen. Aber hier in dem Bereich dann nochmal eben geändert, weil ganz klar, die Abgasanlage, die brauchen wir nicht. Deswegen haben wir hier nochmal einen anderen Abschluss mit dieser leichten Lippe. Ja, es geht bei diesem Fahrzeug eben viel um Details. Man möchte nicht zu expressiv sein und ich finde, das tut auch ganz gut, denn Elektrofahrzeuge, die können auch ganz normal mit im Straßenbild dann tatsächlich verankert sein und müssen nicht irgendwie aus der Masse herausstechen. Viel wichtiger ist aber, dass dadurch natürlich auch der Preis noch ein bisschen geringer gehalten werden kann, denn der Mini Cooper SE soll ähnlich viel kosten wie ein Mini Cooper S. Sprich, wir reden hier über 28.000 Euro. Und da schließe ich jetzt nochmal an dem an, was ich eingangs gesagt habe. Wir sehen zwar schon einige Elektrofahrzeuge auf der Straße, aber die sind teuer. Jetzt kommen endlich die günstigen Elektrofahrzeuge wie der Mini Cooper SE auf den Markt. Und wenn wir über den Marktstart sprechen, da reden wir über Anfang 2020, Mitte 2020. Und das ist ein ganz entscheidendes Datum, denn da kommen auch andere Elektrofahrzeuge auf den Markt, die definitiv bezahlbar sind. Und dann wird sich vielleicht auch noch mal einiges in der ganzen Diskussion um Elektrofahrzeuge ändern, wenn man mehr von diesen Fahrzeugen auch auf der Straße sieht und sie dann tatsächlich auch erschwinglicher sind. Bezahlbar? Ja. Okay, allerdings wird er am Ende wohl doch eher um die 32.500 Euro liegen, so Mini. Wir sehen ihn auch in der Zweitwagen-Ecke. Und dafür ist er dann doch schon wieder ganz schön teuer.